Da war ich geschockt. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich für einen Mann bezahlen musste. Ich bin Jimmy. Ich brauche nur eine deutsche Frau zum Leben mit sie zusammen. Und dann vielleicht zu bekommen eine Schokoladekind, oder? Ist der Rätsel. Ich dachte, wow, ganz anders wie diese Küstentypen, ne? Die nur ja, aufs Geld aus sind und so. Und wenn mir jemand am dritten Tag Nakupendasana sagt, dann meint er, er meint mein Geldbeutel, den er sehr liebt. Es ist ein anderes Leben, es ist eine andere Welt. Es ist wie in der Steinzeit bei uns. Gefällt's Ihnen hier? Ja? Sehr gut. Ja. Immer bei jedem Tag besser. Ja, wirklich. Die zentralen Schauplätze der heutigen Sendung sind eigentlich die Strände in Kenia, aber auch Krumm-Nußbaum in Niederösterreich, an der Donau gelegen, wo sich das Wetter doch deutlich anders präsentiert als am Indischen Ozean, im Jänner zumindest, wird eine wichtige Rolle spielen. Vielleicht erinnern Sie sich noch, meine Kollegin Tiba Marchetti hat in den vergangenen Jahren ein paar Mal über ältere Damen aus Europa berichtet, die nach Kenia fliegen, um ein paar schöne Wochen mit jungen Afrikanern zu erleben. Die einen geben Sex oder Liebe, die anderen Geld oder die Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa. Aber wie so oft bei unseren Reportagen sind sie mit den Schlussinserts nicht fertig erzählt. Scheinbar harmonisch wirkende Beziehungen zerbrechen nach der Sendung, neue Lover versprechen ein neues Glück und auch der Sextourismus an sich verändert sich. Es gibt ihn jetzt sogar verstärkt, meint Tiba Marchetti, als sie für ein nachgefragt zu schöner fremder Mann wieder in Kenia war. Und insbesondere ältere Herren aus Europa sind ihr diesmal aufgefallen, die es in die Arme von jungen Afrikanerinnen zieht. Aber alles der Reihe nach. Krumm-Nußbaum ist eine kleine Gemeinde in Niederösterreich. Hier ist Kerstin Geier aufgewachsen. Seit einigen Jahren lebt sie weit weg in Kenia, in Afrika. Aber jedes Jahr im Juni kommt sie zu Besuch. Diesmal ist Levi Abudalla mit, Kerstins neuer Freund. Sie haben sich vor einem Jahr kennengelernt in Kenia. Er war auf Strandurlaub, sie seine Fremdenführerin. In wenigen Wochen wollen die beiden heiraten. Im Jänner hat er mich gefragt, in einem Lokal, wo wir gern hingehen. Er hat gesagt, tut mir leid, aber ich kann nicht auf die Knie gehen, da sind so viele afrikanische Männer rundherum und wenn die das sehen und so. Und sei mir nicht besser, aber ich frag jetzt einfach so im Sitzen quasi. Und ja, dann hat er meinen Ring gegeben und so beim Abendessen. Was hat er dann gefragt? Ob ich sicher bin, dass ich für den Rest meines Lebens mir das vorstellen kann mit ihm und so. Und also er hat nicht direkt das Wort, also den Satz so ausgesprochen, aber ob ich mir halt sicher bin und dann hat er den Ring irgendwo vorgeholt und ja, ganz lieb eigentlich. Ich war mir nicht sicher, aber ich habe schon angenommen, dass sie ja sagen wird. Ich habe sowas ja noch nie gemacht, einen Heiratsantrag. Ich war irgendwie schüchtern. Als ich den Ring aus der Tasche zog, das war schon ein seltsamer Moment. Wie haben Sie denn reagiert? Ich habe einfach ja gesagt. Typisch AI, nicht groß, Tränen ausbruchen, um Gottes Willen. Ich habe einfach gesagt, ja. Und bin Ring genommen. Also genommen, er hat ihn angesteckt natürlich. Und ja, natürlich gefreut. Dann haben wir nur ein Bierchen getrunken und sind heimgefahren. It was really, really, really exciting. Really. Es war sehr, sehr aufregend für mich. Night, I'll never forget about ich werde diesen Abend nie vergessen. Es war einfach fantastisch. Ja, das ist gut. Diani Beach an der Küste von Kenia vor 4 Jahren. Wer hier an den Strand kommt, bleibt nicht lang allein. Sogenannte Beach Boys versuchen ihr Glück bei den Touristinnen. Hallo. Jambo, jambo. Jambo. Habari, how are you? Oh, fine, thank you. You speak Swahili or English? Oh, no. English and German. English and German. Yeah. Okay, weil ich kann auch ein bisschen Deutsch sprechen. Wirklich? Ja, und seit wann angekommen? Ich bin vor 2 Tagen angekommen. Herzlich willkommen. Oh, danke Fühlen schön. Sie wie zu Hause. Danke. Bei uns keine Menschfresser hier.
sind alle freundliche Menschen. Kommst du morgen? Ich komme morgen wieder hierher, ja. Ah, also vielleicht um wie viel Uhr? Also vielleicht noch in... Ja, ich gehe hier meistens am Vormittag spazieren. Ah, Vormittag spazieren. Ja. Also ich werde hier am Strand, vielleicht wenn du kommst, dann wir können wiedersehen morgen. So können wir weiter unterhalten, weil ich habe eine Menge mit dir zu sprechen auch. Ja? Ja. Okay. Okay. Okay, tschüss, ja? Gut. Okay, tschüss. Tschüss. Mach's gut. Danke, ja. Bye-bye. Okay, bye-bye. See you, bye-bye. Wir klären die beiden auf, dass wir eine Reportage über Sextourismus und Liebe in Kenia machen. Und sie erzählen uns, dass sie gerne eine weiße Freundin hätten. Wenn die Frau eine alte Frau ist, ist das ein Problem? Oder das ist kein Problem, weil wir glauben, auch die Altkatze trinken Milch. Also Milch ist für alle Katzen. Was ist dein Wunsch, dein Traum? Mein Traum ist, ich will eine weiße Frau haben, so kann ich in Europa zusammenleben, so kann ich dort arbeiten, ja. Ja. Saidi und Hassan hießen die beiden. Was wohl aus ihnen wurde? 4 Jahre später sind wir wieder in Kenia. Am Strand treffen wir auf eine Gruppe junger Männer. Mittendrin erkennen wir Hassan. Ich würde gern mit Hassan sprechen. Du bist doch Hassan, stimmt's? Ich kenne dich doch. Aber er will nicht, schon gar nicht vor der Kamera. Wir erfahren, dass es nach unserer ersten Reportage Ärger unter den Standverkäufern gegeben hat. Ihr Fernsehleute redet Scheiße. Das ist unsere Art zu überleben. So darüber zu berichten, das ist schlecht für unser Geschäft. Jimmy sagt, er und die anderen seien keine Prostituierten. Sie hoffen auf eine weiße Frau zum Heiraten und nicht nur für ein kurzes Urlaubsabenteuer. Mag sein, dass es für manche Europäerinnen nur ein Sexurlaub ist. Sie kommen und finden jemanden für die Liebe. Dann gehen sie und kommen nie wieder. Wir suchen aber die echte Liebe. Wir haben Brüder, die weiße Frauen geheiratet haben. Und die leben in Europa, ohne Probleme. Und was ist, wenn eine europäische ältere Frau im Urlaub einen Freund für 2 Wochen sucht? Würden Sie das machen? Ja, das kann passieren. And then she pays zahlt sie dann Geld dafür? Yes, you just love and pay. Einfach nur Liebe und zahlen. Sie weiß, dass du sie gut behandelst. Sie hat einen schönen Urlaub ohne Probleme. Wenn sie nach Europa zurückgeht, muss sie dir etwas geben. Genug, damit du davon 3 Monate leben kannst. Oder sie schickt jeden Monat Geld. Aber auch wenn es wenig ist, ist es besser als nichts. Hassan hatte sich überlegt, er will jetzt doch mit uns reden. Er wirkt verändert. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Hassan sagt, dass er eine kenianische Frau und 2 kleine Töchter hat. Haben Sie immer noch den Traum, nach Europa zu gehen? Ist das immer noch ein Traum, auch heute? Ja, auch heute. Ja, wenn gibt es eine Chance, ja. Ich möchte gern. Ja, ich möchte gern, ja. Ich möchte gern. Ja. Wovon leben Sie jetzt? Ehrlich gesagt, wir haben ein schweres Leben. Ja, weißt du, bei uns nicht wie bei euch in Deutschland oder Österreich in der Schweiz, ja? Weil wir die Leute, wenn die keine Arbeit bekommen, was zum Staat. Aber hier, wir bekommen gar nichts. Wovon leben Sie? Was essen Sie? Manchmal wir schlafen mit leerem Magen, siehst du. Ja? Wir kämpfen hart, aber ohne Erfolg, siehst du. Ja, manchmal wir fressen nur die Kokos, siehst du, Kokos, dann wir sagen danke. Weißt du, wir möchten nicht als Kriminalität sein, siehst du, ja. Ja, weil es nicht gut, wenn man etwas klaut, dann muss man in Gefängnis, 20 Jahre, 10 Jahre, siehst du, dann nicht gut. Dass weniger Touristen nach Kenia kommen als früher, spüren nicht nur die Beach Boys und Strandverkäufer. Auch die Frauen leiden darunter. Um Geld zu verdienen, verkaufen viele sich selbst. Das jedenfalls erzählen uns 2 Mädchen, die wir in einer Strandbar kennenlernen.
Sie müssen es tun, nicht weil sie wollen. Wenn eine Frau mit drei Kindern von ihrem Mann verlassen wird, was willst du tun? Du musst Schulgeld und Essen zahlen. In Kenia ist es anders als bei euch. Der Vater ist zu nichts verpflichtet. Nein, nein, du bist völlig allein. Schwarze Männer lassen dich einfach allein mit den Kindern. Da müsst ihr sehr stark sein. Ja, und ein bisschen verrückt. Dein Kopf zerspringt fast, weil dir so viel darin herumgeistert. Es ist wie eine Million Lieder im Kopf. Wir fahren weiter. Wir wollen Silke Mduda aus unserer ersten Reportage treffen. Die pensionierte Kriminalbeamtin aus Deutschland verbringt den Winter immer in Kenia. Facebook, Silke. Ist Silke da? Nein. Versuchen Sie es in einem Monat wieder. Früher war Silke Mduda mit einem Kenianer verheiratet. Seit der Scheidung führt sie ein unbeschwertes Leben. Das hat sie uns damals schon erzählt. Ich mach's jetzt wie die. Ich drehe den Spieß um. Der eine tanzt gut, der ist ideal für die Disco. Der andere, der hat ein Biki-Biki, also so ein Motorrad. Den rufe ich, wenn ich einkaufen will. Ein anderer, der ist sehr gebildet, wenn ich Gespräche führen will. Also für jeden Fall einen, so ungefähr. Aber so ein richtiger, fester Partner, der einzieht mit Sack und Pack, kommt für mich im Moment nicht in Frage. Zum Tanzen geht Silke gern ins Tropicana im Ort. Sie genießt ihre charmante Begleitung. Wann hört man vom deutschen Mann, oh, bist du schön oder hast du schöne Haare? Oder ich liebe dich. Also bei deutschen Männern ist das ja schwer. Also hier kriegt man mehr Honig und Öl. Es geht runter wie Öl, wie Öl. An die große Liebe glaubt Silke aber nicht mehr. Ihre deutsche Freundin denkt da anders. Du kriegst nach dem dritten Tag schon gesagt, Nakubenda Sana. Das kann doch keine Liebe sein am dritten Tag. Liebe baut sich doch auf. Und wenn mir jemand am dritten Tag Nakubenda Sana sagt, dann meint er meint meinen Geldbeutel, den er sehr liebt. Es kann schon gut möglich sein, aber es kann auch genau umgekehrt sein. Es kann dir jemand tief in die Augen gucken. Ja, das haben wir ja da. Er verliebt dich, er liebt dich tatsächlich. Und meint gar nicht dein Geldbeutel. Also das ist alles möglich. Also das glaube ich alles kein. Möglich. Vielleicht musst du ja noch diese Erfahrung machen. Ja, da warte ich mal drauf. Da würde ich mich sehr freuen, die große Liebe noch mal zu finden. Dass die große Liebe noch mal kommt. Ja, das wäre schon schön. Und tatsächlich, ein Jahr später ist Silke Mduda frisch verliebt. Der Mann an ihrer Seite war damals Sadala, ein Ziegenhirte aus der Gegend. Ist es sowas wie ein Seelenverwandter für dich? Ja, ja. Was ist es für eine Art von Freundschaft oder Beziehung? Ja, sehr eng, sehr intim. Und du hast jemand, wo du über alles reden kannst. Also mir wird jetzt nichts einfallen, wo ich sagen würde, nee, das kann ich nicht sagen. Und das finde ich schon sehr wichtig. It sounds like you das klingt, als wären sie ein bisschen verliebt. Is it? Ja. Ja. Really? Ja. Beim Gemüsestand treffen wir auch andere Deutsche, die an Kenias Küste überwintern. Eine Touristin und ihr Begleiter wollen Obst für ein Picknick am Strand kaufen. Liebespaar seien sie keines, erklären sie uns. Ja, er begleitet mich halt oftmals ins Dorf halt auch und gerade so mit Einkaufen. Dann komme ich halt besser zurecht, weil ich nicht Englisch spreche. Also das ist irgendwie auch eine Art Reiseführer? Ja, genau, so mein Bodyguard, so etwas, ja, genau. Und dadurch kann ich auch mal in die Disco gehen, was man ja sonst
nur Frauen alleine nicht macht. Und ich bin auch mit einer Bekannten noch da. Wir sind hier zusammen im Cottage. Und da ist es immer besser, man hat ein bisschen Begleitung, weil sonst alleine ist es ein bisschen, also nicht so gut, sage ich mal, ja. Na, im Moment gehen wir also einfach am Strand. Ich würde auch also Surf lernen, sowas. Dann später machen wir Schwimmen und dann zurückkommen. Ja. Und wir sind hier im DG Cottage. Ja. Das ist halt auch sowas, weil er mich begleitet und er mir hilft, dann sage ich halt, er kann jetzt mal eine Surfstunde nehmen, was ich halt ihm praktisch schenke, weil es muss ja auch bezahlt werden, was er sich sonst nicht leisten könnte. Ja, das ist so ein Geben und ein Nehmen, ja. Am Indischen Ozean an Kenias Küste haben wir vor 4 Jahren auch Kerstin kennengelernt. Damals war sie mit Davis zusammen. Erfahrung mit Kenianern hatte sie kaum, aber viele haben sie gewarnt. Die sogenannten Beach Boys seien nur aufs Geld der weißen Frauen aus. Echte Liebe gebe es selten. Sehr viele sehen uns Weiße als Business. Es ist halt wirklich nur als quasi Geldgeber. Ne? Und ich tue, was ich will und das ist oft jahrelange Verarschung bei vielen. Man, die sind jetzt vielleicht auch nicht bei uns mit dem Alter, passt es eher, sag ich mal, aber das sind dann unterschiedliche Altersgruppen, wo man aber dann sieht, was los ist. Und der ist schon verheiratet, der hat schon Kinder, sie checkt es nicht. Davis, ist Kerstin die Liebe ihres Lebens? Yes. Ja. It's just, es ist einfach ein tiefes Gefühl. Es ist ernst mit Davis. Kerstin nimmt ihn mit nach Österreich, um ihn ihrer Familie vorzustellen. Der Mutter, dem Stiefvater und der Schwester. Bisher kennen sie sich nur vom Telefonieren und Skypen. Sind Sie jetzt auch schon ein bisschen aufgeregt? Ich freue mich einfach. Hi. Sarah? Ja. Hallo. Okay, good to see you. Hey. Ja, Kerstin würde Davis auch gern ihrem Vater vorstellen, der will aber nicht. Er ist Polizist und habe schlechte Erfahrungen mit Afrikanern gemacht, erzählt Kerstin. Ihre Mutter sei da viel offener. Was für einen Eindruck macht ihr? Ja, das ist alles so magisch, gell? Das ist alles so komisch und ja, neu für mich auch, aber super, ja. Wie er so spricht, immer ganz begeistert. Ja, schon. Ja. Was meinen Sie mit magisch? Ja, es ist von einer anderen Welt. Der ist halt, ja, magisch. Fällt er Ihnen? Ja. In Krummnussbaum leben auch Kerstins Oma Erika und die Großtante Anni. Sie teilen sich das Elternhaus. Ihre Männer sind schon gestorben. David? David, ja. Ja, David. Hey, David. Alles okay? Ja. Super. So, David, no. War ich schon Deutsch gelernt ein bisschen. Ist kalt heute in Österreich? Nein. Nein, ich fühle wie gestern, aber es geht. Ist nicht so kalt. Ist gut Wetter. So, da ist eine super Jacke gekriegt. Sehr hübsch. Vom Freund. Bist, ja, neu. Hübsch. Oma Erika ist damals schon skeptisch, ob das halten wird. Er versteht mich nicht, kann ich es sagen. Kerstin sagt, er steht um 11 auf die Nacht auf, manchmal. Zirkt sich an, bevor dann der Früh kommt, dann auch gesoffen haben. Dann ist das was. Ist ja auch ein Wahnsinn, ne? Weil normal. Ah, ja, ist ja mein Geist. Was ich weiß. Hoffentlich wird das anders. Könnten Sie sich ein Urenkel vorstellen von der Kerstin ja, und dem Baby? Ja, das möchte ich schon, weil die sind recht lieb. Wie sind die? Ja, weil sie so schwarz sind und so. Mir gefallen die so gut, die Mischlingskinder. Die sind schon was lieb. Oh ja, da freut er mich schon. Wollt ihr Kinder haben? Ich denke schon. Ah, I think when that time ja, comes. Wenn es soweit ist.
Ist Kerstin die richtige Frau dafür? Ich glaube schon. Warum musst du das so lange nachdenken? Ein Jahr später, im Juni, sind Kerstin und Davis wieder zu Besuch in Komnusbaum. Kerstin wirkt bedrückt. Sie erzählt, dass Davis gern ausgeht und trinkt. Einige Male schon habe sie nachts nach ihm gesucht und ihn völlig fertig aufgefunden. Ist er ja allein rumgelegen irgendwo und habe mir gedacht, so, jetzt mache ich ein Foto, weil das glaubt er mir morgen wieder nicht. Er war der Meinung, er ist eh heimgekommen. Ich habe gesagt, so, wenn du schaust, wenn das jetzt nicht aufhört, dann gehe ich, weil du lädst ja eigentlich nur mit. Ne? Manchmal muss ich eben auch meine Freunde treffen und ein bisschen Spaß haben. Friends, boys, we have a funny time. So it's possible. Und schaffst du das, dich für Kerstin einzuschränken? Yeah, no, I limit it and das mache ich ja schon. Aber ein bisschen Spaß muss möglich sein. Ich gehe jetzt weniger aus, ihretwegen. Halt nicht mehr so, wie ich es gewohnt war. Not like I used to. Ein halbes Jahr danach sind wir wieder in Kenia. Kerstin hat ihr kleines Safari-Unternehmen ausgebaut und ein Haus mit Garten gemietet. Jetzt hat sie viel Platz für Tiere. Die Mama und eine Freundin sind gerade zu Besuch. Davis ist nicht mehr dabei. Ja, na, wir sind aus Österreich zurück. Da hat ja nur alles gepasst. Und große Pläne und tralala, ne? Mit Geschäft. Und ja, knapp 3 Wochen später ist wieder losgegangen. Ne? Grundlos, sinnlos trinken. Wegrennen, das Übliche. Ne? Ich komme gleich, ich kaufe was, nicht gekommen, irgendwie nachts betrunken gekommen. Hängen lassen mich wieder mit Transfers, obwohl er ja auch so toll mitarbeitet. Ne? Ich war müde, ich war fertig, es war nur mehr das eine Thema. Und habe dann halt schon mich gefragt, was man da noch braucht dran. Ne? Gern haben, ja, aber was dann? Ne? Jeden Tag lieber. Wir machen uns auf die Suche nach Davis und finden ihn bei seinen Freunden in einem Hotel. Seid ihr jetzt getrennt? I don't know that. Davon weiß ich nichts. Das ist mir neu. Das ist News. Davis will sich nicht von Kerstin trennen. Er möchte nur, dass sie ihn nicht wie einen Angestellten behandelt. Es gibt eine wichtige Sache. Respekt. Das gilt für jede Beziehung. Ganz egal, woher du kommst. Du kannst die Beziehung auch beenden, aber wenn du es tust, dann mit Respekt. Für Kerstin ist die Sache gelaufen, auch wenn es ihr nicht leicht fällt. Sie geht ihren Weg in Kenia, ob mit oder ohne Davis. Ich habe meine Freundinnen, ich gehe viel weg, ich mache Party, ich habe gutes Geschäft, ich habe mein Leben aufgebaut jetzt. Ich tue doch nicht mir an einen aufhängen, der mich eh nur runterzieht. So, man muss schon ein bisschen mit Hirn auch sehen. Ne? Ich bin ein Herzmensch, aber ich habe auch zu viel Hirn dafür, zum Glück. Wenn wer eine Geldmaschine sucht, bin ich es nicht, habe ich nicht Not. Ich gehe weg, kriege auch meine Drinks. Und warum soll ich dann irgendwem was zahlen? Und das. Ich bin nicht hergekommen, um zu verarmen oder zu versumpfen wie so viele oder so zu verlieren. Ich nicht, ganz sicher nicht. 2016 in Komnusbaum in Niederösterreich. Kerstin ist jetzt mit Levi zusammen. Die beiden haben sich in Kenia kennengelernt. Levi war auf Urlaub an der Küste, Kerstin seine Taxifahrerin. Hat er dir sofort gefallen? Ja, gefallen. Ich meine, ich war nicht interessiert, sag mal so. Ich hab halt mit ihm, weil er war allein, der Bruder war mit Frau, mit schwangerer Frau und Kind da. Die waren halt immer drin und er war so, was kann man machen da und wo kann man hin? Ich bin da allein mit dir, ist auch fad, ne? Und hab ihm halt rumgezackt ein bisschen und irgendwie war da gar nicht und dann ist er wieder zurück und ja, kommst halt auch mal in Nairobi, zackt er ein und so. Und ganz normal, das ist wochenlang ganz normal dahingegangen. Man nur dachte, er ist voll nett und so eine Family, wo wir alle arbeiten und sein Bruder hat auch weiße Frau und da glaubt sie, er unterstützt das alles. Und man dachte, wow, ganz anders wie diese Küstentypen, ne? Die nur ja, aufs Geld aus sind und so.
Hat Ihnen Kerstin gleich gefallen? Ja, ich dachte, sie sieht gut aus. Das war's. Dann war ich wieder in Nairobi arbeiten. Sie hatte mir ihre Nummer gegeben und wir haben öfter telefoniert. Und dann dachte ich, warum nicht? Lass es mich probieren. Mit Kerstins vorigem Freund Davies war es damals schon länger aus. War das noch schwierig, die Trennung vom Davies? Nein, eigentlich nicht, weil wie wir Volks mit gedreht haben, war eh schon alles so Ding. Und dann habe ich mir nur die letzte Chance in Österreich gegeben. Die hat er nicht genutzt. Ich habe mich 3 Wochen nach Österreich habe ich dann gesagt, nein, das hat sich dann wieder besoffen und wieder mich allein lassen, nicht heimkommen, das Gleiche in Grün. Ich habe gesagt, nein, das wird sich nie ändern. Und natürlich, leicht ist es nie, es waren auch 4 Jahre, aber es war eigentlich mehr erlösend. Was schwer war, weil er keine Ruhe gegeben hat. Also ich habe mich sicher 8-9 Monate gestalkt, zwar richtig gestalkt, bis zur Polizei und Dinge haben mir gefühlt, er ist ins Haus einbrochen, er hat mir Steiner gegen das Haus. Also das war eigene Show wert wieder, was der dann noch aufgeführt hat, eigentlich nach der Trennung. Mit Levi wird es gut gehen, davon ist Kerstin überzeugt. Er sei ehrgeizig und fleißig. Levi hat fürs Militär in Afghanistan gearbeitet, in der Logistik. Danach hat er in Kenias Hauptstadt Nairobi ein Gasthaus mit Fleischhauerei geführt. Jetzt lebt er mit Kerstin an der Küste von Kenia und hilft im Safari-Unternehmen mit. Österreich ist Urlaub für die beiden. Heute besuchen sie Kerstins Freunde Margit und Werner, die ein Lokal in Krumm-Nussbaum haben. Gemüse dazu. Schwein, ja. Wie finden Sie ihn, den neuen Mann an der Seite? Also die Haut. Da Werner ist da, Achtung. Ja, die Haut. Und ich finde es interessant, einfach die Kultur kennenzulernen. Und er ist überall dabei und nimmt unsere Sachen, kostet unsere Sachen, trinkt unsere Sachen. Ist nicht so, dass er jetzt sagt, das mag ich nicht und das tue ich nicht. Und das finde ich interessant, weil ich kenne das von anderen Ländern oft nicht so. Ja. Könnten Sie sich vorstellen, einen dunkelhäutigen Freund zu haben? Ja, könnte ich mir. Könnte ich mir. Steht nicht zur Debatte, aber ja, könnte ich mir. Margit ist nicht nur Wirtin, sondern auch Energetikerin. Die Sonne aus Blattgold in ihrem Wohnzimmer gibt ihr Kraft. Bei einer Ausbildung in der Schweiz habe sie gelernt, die Energie zu bündeln und zu erkennen, welcher Mensch aus welchem Seelenland kommt, erklärt sie uns. Jedes der 7 Seelenländer stehe für bestimmte Eigenschaften. Bei der energetischen Meditation für Kerstin und Levi dürfen wir mit der Kamera dabei bleiben. Passen die beiden zusammen? Oh, da geht mir das Herz über, weil das Gefühl, das ich da habe, erstens von der Konstellation her, von den beiden Seelenländern, und von der Energie, die da fließt, die beide zueinander haben, das ist sehr, sehr gut. Also ich glaube, dass die ganz, ganz glücklich werden und ganz, ganz lang glücklich sind, die zwei. Ihre Charaktere seien sehr verschieden und ergänzen einander, erklärt Margit den beiden im Garten. Die bodenständige Kerstin ist skeptisch, hört aber geduldig zu. Weil du der bist, der mit den ganz starken Gefühlen, die du hast und die du spürst und mit der Kraft, die du drinnen hast, nach außen gehst. Und du lebst es auch mit deinem ganzen Körper und mit deiner ganzen Körpersprache und die Klarheit, die du hast. Und Levi ist der sich zurückzieht, der zuhört und der alleine durch das Zuhören die Ruhe reinbringt. Und auch durch das Zuhören die Heilung bringt. Ich mag es, derjenige zu sein, der bei einem Streit der Ruhige ist. Ich sage dann, lass uns erst einmal runterkommen, egal wer schuld ist. Ich möchte nach einer Lösung suchen, nach einer gemeinsamen Ebene. Tu mir schwer, während man halt, egal mit wem jetzt, wenn man streitet, dass man auseinandergeht und sagt so, Ruhe und nachher wieder. Ich muss das sofort jetzt alles und wenn es explodiert, aber dann ist es erledigt und dann will ich nichts mehr hören. Ich bin da eher so. Und geht das mit dem Levi so? Nein, weil er will nicht laut. Wenn ich lauter werde, dann sagt er, weißt du was, dreht sich um und geht. Und dann denke ich mir, was, jetzt lasst er mich so stehen. Und er geht dann spazieren stundenlang oder sogar, einmal war es sogar über Nacht, einmal beim Freund.
kommt halt nächsten Tag ganz Ding und so brauche ich erst recht, wenn man denkt, interessiert es ihn jetzt nicht oder wieso ist er jetzt weg oder wieso geht er jetzt einfach und lässt mich mit dem stehen, wenn ich das noch alles sagen muss. Das ist halt dann schwer, aber in Wahrheit ist es dann nicht gescheiter, wenn man sachlich nur mal, weil wenn sich alles aufschaukelt, wird es eh nicht gescheiter. Ne? Die beiden wollen im Oktober heiraten, in Kenia. Sie laden uns ein, dabei zu sein. Kerstins Mama Inge Geier kennt Levi erst seit wenigen Wochen. Sie hat ihn ins Herz geschlossen. Und es gibt noch eine Neuigkeit. Inge hat es schon geahnt. Ein Enkel ist unterwegs. Ja. Was sagt das Foto? Was sagt das Foto? Dass ein kleines Böhnchen noch ist, gell? Ein 5 mm Böhnchen ist drin. Klein noch. Wir waren sie, also ich war mir ja fast sicher, wie es gekommen ist. Ich hab's nachgeschaut, ja. Wo wir. Wirklich? Ja. Woran? An die Augen und im Gesicht. Ja. Aber ich wollte nicht sagen. Obwohl ich es einmal gefragt habe, wahrscheinlich kann es ja sein. Weil ich überhaupt gesagt habe, was ist da überhaupt los? Und sie hat die gesagt, Brüste ich weiß gewachsen. Nicht. Ich weiß nicht, sie weiß nicht. Sicherheit hat ein Arzt in Wien gebracht. Auch Levi war bei der Untersuchung dabei. Er hat sich das Baby gewünscht. I'm really, really, really happy. Yeah. Was, the best. Ich bin sehr, sehr glücklich. Das sind super Nachrichten. Der Levi hat ja mehr Stress gehabt. Der hat ja schon ein wenig Stress gehabt, obwohl eh noch alles so frisch eigentlich ist. Aber er war schon komplett. Er hat nur mehr von dem geredet und so. Und ich habe gesagt, ey, bitte, jetzt lass uns mal reisen und kennenlernen und zusammenziehen und leben und arbeiten. Nein, das gehört dazu, das kann man ja immer noch alles machen. Und ich möchte unbedingt eins. Und ich habe gesagt, puh, was ist mit dem los? Nein, und da müssen wir schauen, ob du überhaupt einen kriegen kannst, weil das weiß man ja auch nicht. Und wenn wir vom Urlaub zurück sind, das müssen wir schauen. Ja, jetzt schaut er. Die frohe Botschaft soll auch der Rest der Familie erfahren. Großtante Anni kommt vors Haus. Kerstins Oma Erika ist bettlägerig. Was sagen Sie denn zum Bräutigam von der Kerstin? Ja, immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Die Anna. Oh mein Gott, mit dir. Ist er sympathisch, der Levi? Oh ja. Ist recht ein lieber, halber Lachter. Warum lachst du nicht mehr? Lache. Er hat dann Spaß mit uns. Ja. Du weißt, das Neucheste noch gar nicht. Aber. Ein Baby kriegen wir. Und das auch noch. Das auch noch. Na danke. Na danke. Die sitzt dann nächstes Jahr bei euch herum. Mhm. Leben wir nicht mehr. Glaubst du? Schaffst du nicht mehr. Oh ja, das sagst du jetzt ja. Jetzt ja sagst du. Weiß man nicht genau. Das musst du jetzt noch schaffen. Jetzt hast du wieder einen Grund. Ja. Jetzt reibt es. In Afrika ist sie wurscht, da rennen neben mir. In Afrika wurscht, da rennen so meine. Children allowed. Das war nicht mehr, gell? Oder schenkt sie es her? Das darf man auch nicht. Schenkt sie es her. We give it out. Zusammen. Ja. Nein. Levi sagt nein. Da schau her. Er will nicht. Jetzt wird die Chance. Kurz vor der Hochzeit sind wir wieder in Diani Beach in Kenia. Wir wollen Kerstin und Levi besuchen. Doch Levi ist gerade unterwegs, erfahren wir. Er erledigt mit seinem Vater noch letzte Vorbereitungen fürs Fest. Er und Levis Mutter sind vor kurzem angereist. Haus und Garten sind seit dem letzten Besuch zu einer kleinen Farm geworden, mit Hunden, Katzen und Hühnern. Die sind rein für Eier. Okay. Eier, Zuchthühner. Jetzt haben sie gerade Medizin gekriegt und Injektion und alles. Der Wasserturm ist zugleich der Stall. Levi hat ein Dutzend Hühner gekauft. Schon in seiner Kindheit hat es zu Hause immer frische Eier gegeben. Levi ist ein Heiligtum, sein Händel. Wie er da gefällt, wenn es umgeht. Wer braucht's in der Früh? Da ist schön warm drin wegen der Poolpumpen. Die sind so klein gewesen, einen Tag. Haben wir es genommen. Im Dezember geht es mit Eier.
hoffentlich Eier. Damit ihr eure eigenen Eier habt? Ja, unsere, aber die liegen am Tag 2, sprich 28. Dann halt Freunden geben oder an irgendwelche kleinen Pubs verkaufen oder so, ich weiß nicht. Er macht es zum Hobby. Viel Geld machst du nicht, ist halt zum. Er braucht Händeln. Zur Hochzeit ist auch Kerstins Vater angereist, zusammen mit 2 Freunden. Es ist schon sein 4. Besuch. Das Verhältnis zu Kerstin hat sich entspannt. Hans Geier zeigt den Freunden eines seiner Stammlokale hier. In der Kirche nebenan wird gesungen. Warum seid ihr eigentlich allein da, ohne eure Frauen? Unsere Frauen wollen nicht. Meine Frau. Die haben keine Zeit, kein Flugzeug und ich bin das erste Mal hier. Ich zeige kein Flugzeug. Ich wollte das nicht mehr sehen und darum bin ich nicht gefahren. Und das ist mir interessiert, das ist Afrika, die Tiere. Und darum bin ich mitgefahren. Das ist ein Zufall. Meine Frau hat absolut keine Zeit. Ist sie berufstätig? Berufstätig. Nebenbei studiert sie. Ein Fulltime-Job. Keine Zeit. Und die Frau von Franz, dem 2. Freund, versorgt daheim den kranken Vater. Polizia. Polizia. Was ist das für ein Polizeihemd? Polizeihemd von mir. Hans Geier ist Verkehrspolizist. Er hat das kleine Gasthaus im Busch zu einem Österreich-Beisel gemacht. Sein Besitzer ist stolz auf die Flagge und die ausgemusterte Uniform seines Gastes. Wenn die 3 im Ort unterwegs sind, werden sie wie alle Weißen hier angesprochen, erzählen sie. Immer gehe es darum, etwas zu kaufen. Angeboten werden nicht immer nur Souvenirs. In den Lokalen bieten Frauen auch ihre Körper an. Wir fahren zu einer der Diskotheken im Ort. Hier finden wir keine weißen Touristinnen, sondern weiße ältere Herren und Kenianerinnen, die auf sie warten. 2 von ihnen erzählen uns über ihre Erfahrungen mit dem Sextourismus. Du weißt nie zu 100%, auf wen du triffst. Du kannst auf gute oder schlechte Männer stoßen. Manche kommen, um dich zu benutzen. Manche sind geschäftlich hier. Andere suchen nach einer Frau zum Heiraten. Sie kommen aus unterschiedlichen Gründen. Manche kommen nur auf Sexurlaub hierher und dann sind sie wieder weg. Andere sind bereit für eine Frau, mit der sie auch zusammenleben wollen. Sie selbst hoffen bei jedem Kunden auf die große Liebe, die war aber bis jetzt noch nicht dabei. Wie viel bekommen Sie für eine Nacht? Es ist wie bei einem Glücksspiel. Du kannst einen Mann erwischen, dem du deine Geldprobleme erzählst, und er ist großzügig. 1000 Euro oder noch mehr. Sind das ältere Männer? Ja. Wie alt? Manche sind 50, 60 oder 75. Oder 70. Beide Frauen haben Kinder, die sie allein versorgen müssen. Sie sind gezwungen, mit Sexgeld zu verdienen. Der Druck ist groß. Aber du kannst es den Männern nicht zeigen, dass du Stress hast. Du musst glücklich aussehen. Ja. Ja. Du willst ja überleben. Du kannst in dem Geschäft nicht überleben, wenn du traurig in der Bar herumläufst und mit niemandem redest. Glücklich wirken ist alles. Am nächsten Tag lernen wir am Strand Klaus Peter aus Deutschland kennen. Er ist Kinderarzt und auf Urlaub hier. Mit Prostituierten habe er nichts zu tun, betont Klaus Peter. Er verurteilt sie aber auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die sonst keine Chance haben, sich auszuleben. Keine Chance haben, etwas Nähe, etwas Freundliches, etwas Herzliches zu erleben. Ich sah gestern eine etwas pummelige Frau, die einen smarten, schwarzen Burschen bei sich hat. Ich glaube, sie fühlt sich wohl. Und er fühlt sich vielleicht auch wohl, weil er das nächste Mal was zum Essen hat. Wissen Sie, ich bin nicht der Richter. Ich denke, wenn er oder sie ihm nicht wehtut, dann
kann ich nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. Seine Begleitung heißt Winnie, sie ist 23 Jahre alt. Ihr Cousin hat sie einander vorgestellt. What kind of relationship? Welche Art von Beziehung ist das zwischen Ihnen? Ich glaube, es ist Freundschaft. Ja, es ist Freundschaft. Können Sie sich vorstellen, dass mehr draus wird? Wir wissen es nicht. Vielleicht später. Heute ist der Tag der Hochzeit von Kerstin und Levi. Die Zeremonie am Strand kann nur am späten Vormittag stattfinden. Danach kommt wieder die Flut, dann steht hier alles unter Wasser. Für die Dekoration hat Kerstin die Österreichfarben ausgesucht, rot, weiß, rot. 2 Stunden bleiben noch für die Schönheit der Braut. Im Beauty-Salon im Dorf lässt sich Kerstin stylen. Ihr großer Tag hat sehr früh begonnen. Ja, mal frühstücken mit den Eltern und dann Telefonate sind schon losgegangen. Kunden sind ja trotzdem da und die Fahrer und Safaris gern gemacht. Und ja, dann ist ein Freund vom Levi angekommen aus Nairobi, sein Bruder in der Nacht. Wir haben Full House und dann die Tiere natürlich alle füttern. Ja, war schon was los. Dann habe ich meine Ohrringe nicht gefunden. Wer hat das alles ausgesucht und organisiert? Der Levi, ja. Der Levi hat den Weddingplaner und alles gemacht. Ja, er ist auch busy. Seit Tagen ist er fertig. Er ist schon nervös, oder wie? Ja, er ist komplett nervös. Mehr als ich. Ich war eigentlich bis heute total okay, aber heute sind alle so umgeschwillt, wie die aufgescheuchten Händel, und jetzt bin ich auch nervös. Das überträgt sich auch auf das Baby, meint Kerstin. Sie ist im 5. Monat. Spürt man schon, heute früh ist es rund gegangen, bis ich munter geworden bin. Vor allem, wenn ich mir am Morgen oder überhaupt im Bett seitlich drehe, dann man spürt es total, ja. Es pocht, es tut so wie, teilweise wie so Schmetterlinge, fühlt sich an. Teilweise wie ein Boxer, teilweise wie wenn du rot, wenn du Magen knurren hast, wenn sie sich dreht. Also ich merke eigentlich genau, was es macht. Nicht jetzt ob Kopf oder Hand oder so, keine Ahnung, aber das spürst du schon gescheit. Kerstin hat sich Sorgen gemacht, ob sie zur Hochzeit noch ins Brautkleid passt. Sie hat es vor der Schwangerschaft gekauft und musste es dann ändern lassen. Alles passt. Die Hochzeit kann beginnen. Kerstins Mutter Inge ist nicht dabei. Sie ist daheim geblieben und hat ihrem Ex-Mann, dem Vater der Braut, den Vortritt gelassen. Ich werde dich lieben und für dich sorgen, solange wir leben. Das verspreche ich. To live with you through all this. To live with you. Ich werde mit dir durch alle Höhen und Tiefen des Lebens gehen. Auf einen Ehevertrag mit Gütertrennung haben die beiden verzichtet. Kerstins Vater ist zufrieden. Levi ist ein super Mann. Also mögen Sie ihn? Mögen Sie Levi sich? Ist in Ordnung, ja. Levi ist besser als Sie. Wie kann man das sagen als Vater? Ich kenne meine Tochter. Ich kenne Levi. Ist es schwierig? Glauben Sie, dass es schwierig ist, mit ihr verheiratet zu sein? Ja, ja. Warum? Sie ist ein Herrenmensch. Sie ist gewohnt zu kommandieren. Ah, okay. Aber das muss man in Afrika machen. Es geht nicht anders. Afrika muss man hart sein. A hard woman. Levis Vater hätte sich eine gläubige Schwiegertochter gewünscht. Kerstin ist eine gute Frau. Ich kenne sie noch nicht lang, aber ich bete für sie, für alles, was jetzt noch nicht in Ordnung ist. Whatever is not straight, the prayers will make sure that she's straight and she's okay. Benson Amudala ist ein gläubiger und strenger Mann. Er ist Pastor und wünscht sich von seiner Schwiegertochter, dass auch sie zu Gott findet. Die Amudalas haben 5 Kinder, 3 Söhne und 2 Töchter.
Rachel Amodala ist Pastorin wie ihr Ehemann und stolz darauf, dass keines ihrer Kinder Alkohol trinkt oder raucht. Ich möchte, dass sie in die Kirche gehen. Wie oft? Immer. Jeden Sonntag. Es ist mir egal, in welche Kirche. Hauptsache, sie gehen in die Kirche. Du kannst nichts ohne Gott machen. Du kannst ohne Jesus Christus keinen Erfolg haben. Er ist unser Erlöser. Er ist alles. Für Levi und Kerstin hat Rachel Amodala einen Ratschlag, den sie auch selbst immer befolgt hat. Die Ehe ist wie eine Reise mit dem Auto. Wenn ein Schlagloch kommt, kannst du die Reise nicht einfach abbrechen. Du musst den Gang wechseln und weiterfahren. Fahr langsam und dann einen Kilometer weiter, bis du wieder auf einem wunderbaren Weg. Mama Levy, wanted Mama Levy.